Und herzlich willkommen, DFB-Präsident Wolfgang Niersbach. Schönen guten Abend, Herr Niersbach. Machen wir es uns ein bisschen gemütlich. Nehmen Sie Platz. Das werden Sie alles so kennen. Aber mal im Ernst, wann haben Sie das letzte Mal auf so einer Umkleidebank gesessen und sich die Fußballschuhe geschnürt? Also bei irgendeinem Spiel mit unserer Betriebsmannschaft haben wir, glaube ich, gegen die Deutsche Post gespielt. Und da waren zwei Oberligaspieler auf der anderen Seite. Und da habe ich gedacht, also jetzt ist gut, jetzt sollte ich nicht mehr spielen. Karriere beendet. Ja, aber es juckt immer noch. Waren das noch in solchen Fußballschuhen da oder waren das schon modernere? Ja, ich glaube, das waren sind somit die ersten Nockenschuhe. Ich bin noch, kenne noch die Zeit der Stahlkappe, wo man gar kein Gefühl hatte, nur draufhalten musste mit der Picke. Und so ein Schuh war der Luxus und mittlerweile wiegen die Schuhe ja gar nichts mehr. Also was da unser Partner Adidas auch für eine Entwicklung gemacht hat, das ist sensationell. Herr Niersbach, 25 Jahre beim DFB. Jetzt sind Sie die Nummer eins. Wie ist das, sagen Sie, wie konnte es so weit kommen oder toll, dass ich endlich Chef bin? Also ab und zu, ich bin ja am 2. März gewählt worden, bin auch innerhalb der berühmten ersten 100 Tage, aber ab und zu muss ich mich immer noch selber kneifen und mich dann auch fragen, ob das so wahr ist, weil es wirklich nicht mein Plan und mein Ziel war, auf das ich jetzt akribisch hingearbeitet hätte. Das war am Anfang war es sogar ziemlich lustig. Da war ein UEFA-Kongress in Istanbul. Da kamen halt auch die Internationalen an, die kamen mir entgegen, sagte: Mr. President, hallo. Ich habe mich immer umgeguckt und ich dann auch. Man kommt Obama. Ja, der nicht gerade, aber ich realisiert hatte, dass die ja nun wirklich mich meinen. Und ja, das ist eine Entwicklung gewesen, die ich natürlich. Die ich mir nie hätte träumen lassen, die sensationell ist. Und ich habe nach wie vor Respekt vor dieser Aufgabe, aber ich habe auch das Selbstbewusstsein, zu sagen, dass ich mich wohlfühle, dass ich es schaffe. Sie waren bei den Testspielen zuletzt dabei. Warum lief das nicht so leichtfüßig, wie wir es aus der EM-Quali kannten? Also die Vorbereitungsspiele haben in der Hinsicht ja eine gewisse Tradition. Das hat vor den großen Turnieren selten optimal geklappt. Das ist bei den anderen auch so, wenn man sich die Ergebnisse anguckt. Also ich gebe auch zu, dass ich mich speziell in Basel geärgert habe. Wer hat sich da nicht geärgert? Auch der Bundestrainer. Aber das verraucht dann auch schnell, weil ich ein so totales Vertrauen in die sportliche Führung und das Management habe. Das ist, Joachim Löw weiß genau, was er will. Das ist auf den Punkt ausgerichtet. Natürlich hätte die Vorbereitung ein Stück länger dauern können. Das gilt aber mehr auch. Mehr Testspiele vielleicht? Mehr Spiele nicht, nein. Denn der Aufbau ist ja auch ganz klar geplant, dass auch der Bundestrainer sich sehr früh festgelegt hat, nur zwei Spiele zu machen. Also das ist alles im Plan. Und die anderen, wollte ich sagen, die haben es ja auch schwer. Die Spanier haben am 25. Ja. noch das Pokalendspiel gehabt. Noch später. Haben Sie denn eine Wunschelf im Kopf? Und wenn ja, für den Beginn des Turniers, ist die mit Schweinsteiger? Ja, also was heißt Wunschelf? Nein, also das ist jetzt kein Spruch, wenn ich sage, das macht der Trainer und wir vertrauen ihm. Und was ich weiß, was wir beim DFB wissen, wir haben 23 Spieler, wir haben die jüngste Mannschaft, hatten wir schon in Südafrika. Und wie begeistert hat sie da gespielt? Jetzt sind 9 Neulinge dazugekommen. Also nicht Leute, die in Südafrika verletzt waren, jetzt wieder zurückgekommen wären. Also 9 Spieler, die ihr erstes großes Turnier machen. Und also das ist eine helle Freude, diese Mannschaft zu sehen. Auch wie sie sich intern verhält, die Gruppendynamik. Da ist eine klasse Disziplin, eine tolle Atmosphäre. Und das ist meine Erfahrung, das weiß ich, wenn die Atmosphäre im Team gut war, dann hat sich das immer auch gut auf die Ergebnisse ausgewirkt. Und richtig los geht es ja dann schon in der Vorrunde mit den großen Konkurrenten, vielleicht auch Konkurrenten auf den Titel, Fragezeichen, absolut, Holland, Portugal. Klar, also das ist der große Unterschied zur Weltmeisterschaft, wo sie in der Regel mindestens einen Gegner haben, den man doch recht souverän beherrscht. Und hier in dieser Gruppe kann alles passieren.
ja. Und deshalb ist alle Arbeit des Bundestrainers, die ganze Konzentration, die Planung auf den nächsten Samstag ausgerichtet. Sie war nicht auf Leipzig ausgerichtet, letzten Donnerstag, und auch nicht auf Basel. Und das ist auch richtig so. Nächsten Samstag, weil Sie sagen, da geht es dann los für die deutsche Mannschaft. Wir schauen noch mal kurz auf die Karte. Wir haben 8 Spielorte insgesamt, 4 in Polen, 4 in der Ukraine. Und für die deutsche Mannschaft wird es dann ernst eben am 9.6. Deutschland gegen Portugal in Lviv. Ja. Dann am 13.6. Holland-Deutschland, darauf freuen sich sicherlich viele, auch hier im Studio, in Kharkiv. Und dann am 17.6. Dänemark gegen Deutschland. Wie wichtig ist das erste Spiel? Ganz wichtig. Das ist immer Schlüssel. Ich kann mich super gut erinnern, wie wir das erste Spiel bei der WM90 in Italien hatten, in Mailand, damals gegen Jugoslawien. Vorher 50-50-Situation, die Jugoslawen hatten eine bärenstarke Mannschaft. Und da sind wir dann mit dem 4-1 aus den Startlöchern gekommen. Und dieses Ergebnis, dieses Spiel hat uns durch das ganze Turnier so gewissermaßen getragen. Und mit den Portugiesen sind wir ganz gut klargekommen. Ja. Generell hoffen Sie auch drauf, dass Cristiano Ronaldo, um den sich das Team ja dreht, dass der wieder abtaucht? Also beim letzten Spiel, das war Viertelfinale 2008 in Basel, haben wir 3-2 gegen die Portugiesen gewonnen. Und da war von Ronaldo nicht viel zu sehen. Aber ich gucke gar nicht so sehr auf die gegnerischen Spieler. Ich vertraue auf unsere. Und ja, Bayern Real, da war Cristiano Ronaldo ja bei Philipp Lahm auch ganz gut aufgehoben. Zu den Holländern noch mal ganz kurz. Heute ziemlich beeindruckend. Davor war es auch ein bisschen holprig in den Testspielen. Wo sind dort die Schwächen? Komme ich wieder auf das letzte Spiel zurück in Hamburg. Da haben wir begeisternd gespielt gegen Holland. 3-0 gewonnen. Muss man zwar konzidieren, dass die Holländer ein paar Leute nicht dabei hatten, ein paar starke Leute, aber die Art und Weise, wie da gerade auch die Tore herausgespielt waren, das war überragend. Natürlich jetzt auch kein Gradmesser für das, was kommt im zweiten Spiel der Europameisterschaft. Also das wird wahrscheinlich das schwierigste Spiel werden, wie alle Auseinandersetzungen, die wir mit den Holländern gerade bei den Turnieren hatten. Das war was ganz Besonderes, immer ganz eng. Also ich kann mich überhaupt jetzt spontan an kein klares Ergebnis erinnern, weder für die eine noch für die andere Seite. Das wird eine ganz enge Geschichte. Das wundert mich generell jetzt gerade, weil mir fällt immer auf, dass Sie ein unglaubliches Gedächtnis haben für Spiele, Begegnungen, Tore. Beeindruckend. Da kommen Sie wahrscheinlich gleich auch noch mal zu. Liebe Zuschauer, es ist aber auch nicht irgendjemand, mit dem wir hier über die Fußball-Europameisterschaft reden. Wolfgang Niersbach ist seit 1987 mit der Nationalelf verbunden. Oft im Hintergrund, aber jetzt ist er seit fast 100 Tagen die Nummer 1, also an der Spitze des DFB. Eike Schulz. Ganz oben zu sein, aber es keinen spüren zu lassen. Vorgelebt vom mächtigsten Mann im deutschen Fußball. Wolfgang Niersbach. Er steht für Innovation und er ist ein hervorragender Kommunikator. Zum Beispiel als Nebenmann von Franz Beckenbauer, Niersbach Vizepräsident des OK der WM 2006. Mexiko. Ra. Perfekto. Er kennt sich in der Liga aus, bei der FIFA, bei UEFA ist er bestens bekannt und angesehen. Ein Hintermann als Pressesprecher, der seine Freude nie versteckt. 1990 bei der WM. Und Orden hütet aus der ganzen Welt. Lustiger Kerl, er ist ja Rheinländer, er ist in Düsseldorf geboren. Und dort beginnt auch seine Karriere. Haben Sie Jura studiert? Nein, ganz normaler Pressemensch. Beim Sportinformationsdienst als Vordermann. Kein Handy, Laptop und Computer, aber eine druckreife Sprache am Telefon. Schluss 0-1. Beim 20-Meter-Schuss. Sein Handy kommt später dazu als Pressesprecher beim DFB. Niersbach, Medienchef der Euro 88. Van Basten. Und Tor! Das Aus im Halbfinale. Fast 2 Jahrzehnte später gilt er als kongenialer Ideengeber und Schattenmann. Bei der WM 2006. Auf Weltreise mit Franz Beckenbauer und beim Sommermärchen. Tor für Deutschland! Das erste Tor der WM ist gefallen. Mit 4 Präsidenten hat er gearbeitet. Jetzt ist er selbst einer. Seit 93 Tagen im Amt. Und muss Position beziehen, nicht nur im Fall Timoschenko. Worte eines Präsidenten haben Gewicht, auch im Sport.
Die Bilder sich gleichen, EM-Finale 72, nach dem Schlusspfiff. Kommt der Schlusspfiff, und jetzt müssen Sie mal sehen, was passiert. Die deutschen Spieler spurten wie die Wilden. Und die letzten Minuten einen Reporter dazu zwingen, Dinge zu schildern, die er lieber gar nicht gesehen hätte. 40 Jahre später, vor dem Schlusspfiff, Fans ohne Verstand hinterlassen in Niersbach Heimatstadt ein chaotisches Bild. Für einen Präsidenten, dessen Karriere im Fußball auf dem Höhepunkt ist. Nun sollen für den positiven Menschen Titel folgen. Am besten zwei. Gemeint EM und WM gleich hinten dran. Wissen Sie, was mein Lieblingszitat ist von Ihnen? Ich bin ein ganz normaler Pressemensch. Wie schwierig ist es, ein ganz normaler DFB-Präsident zu sein? Ich glaube, das ist gar nicht so schwierig. Ich habe ja schon bei meinem Amtsantritt gesagt, dass ich nicht die Absicht habe, mich zu verändern, nur weil ich diese Position, dieses Amt jetzt habe. Natürlich, der größte Unterschied ist sicherlich der, dass man in der Öffentlichkeit viel stärker wahrgenommen wird. Also wenn der Präsident Wolfgang Niersbach jetzt etwas sagt, dann hat das eine andere Wirkung als zuvor der Generalsekretär oder der Pressechef. Das ist mir schon klar. Aber in meinem Arbeitsstil, ich habe immer gerne im Team gearbeitet, habe auch immer gerne schon als Journalist, bevor ein Artikel rausging, einen Kollegen gefragt, liest du mal drüber, verstehst du das? Also das ist meine ganze Arbeitsweise gewesen und ich bin da gut mit gefahren. Und beim DFB, wir haben tolle Leute in den Gremien, im ehrenamtlichen Bereich. Und wir haben ein tolles Team in der Frankfurter Zentrale mit 210 hauptamtlichen Angestellten. Ja gut, jetzt habe ich halt die Spielführerbinde und ja. Sie sagen, Ihr Wort hat Gewicht. Sie stehen ja nicht nur vor Ihrem ersten großen Turnier als DFB-Präsident, sondern auch vor einer ziemlich großen Baustelle. Es klang eben schon mal an im Beitrag von Eike Schulz. Wir erinnern uns an das Relegationsspiel. Ja. Hertha Düsseldorf, das Chaos auf dem Platz. Alle fragen sich, wie kriegen wir die deutschen Stadien sicherer? Wird das Ihre erste große Bewährungsprobe, dieses Thema? Ja, das würde ich genau widersprechen, weil das keiner alleine kann. Also wenn das gelingen soll, das ist unsere große Gemeinschaftsaufgabe, die wir im deutschen Fußball jetzt haben. DFB, Ligaverband, DFL und vor allen Dingen auch die Vereine. Das schaffen wir nur gemeinsam, also wenn im Stadion A Dinge toleriert, erlaubt werden, die dann im Stadion B verfolgt werden, dann haben wir schon verloren. Wir müssen eine klare Linie fahren mit Blick auf die neue Saison, das haben wir auch vor. Mit Reinhard Trauberl, dem Präsidenten des Ligaverbandes, ist klar festgelegt, dass wir die Präsidenten der ersten drei Ligen vor Saisonbeginn zusammenholen. Der Bundesinnenminister wird dabei sein. Und dann werden wir die Maßnahmen vorstellen, die einfach jetzt notwendig sind. Also wir dürfen nicht den Fehler machen, die Dinge klein oder schön zu reden. Wir haben eine Situation, die schon ja, ein Stück bedrohlich ist. Sie haben den Bundesinnenminister Friedrich genannt. In dieser Woche trafen sich die deutschen Innenminister, um auch über dieses Thema zu reden. Dabei sollte es keine Tabus geben. Im Gegenteil, es kamen ziemlich radikal klingende Forderungen, Ideen auf den Tisch. Wie sieht also der Stadionbesuch der Zukunft aus, fragt sich Eike Schulz. Deutschland 2012. Das müssen wir einfach grundsätzlich feststellen. Müssen wir bei der Bekämpfung gegen Gewalttäter, Chaoten neue Wege gehen. Da sind wir mit den Maßnahmen, so wie wir sie heute kennen, und auch Instrumenten an unsere Grenzen gekommen. Politische Grenzen als Zukunft der Fans? Ein Thema, was keiner mag. Nur teure Sitzplätze in deutschen Stadien. Vorbild England und internationale Partien. Der Fan hätte Sitzpflicht in jedem deutschen Stadion. Und die weltweit größte Stehtribüne wäre Vergangenheit. Personifizierte Eintrittskarten seit der WM 2006, aber nicht immer muss der Personalausweis gezückt werden. Scanner als teure Leibesvisitation. Schon vor Flügen ein Streitthema, erst recht vor einem Spiel für Risikogruppen mit Pyrotechnik am Körper. Und Fußfesseln. Die fordert der Generalbundesanwalt. Stadionverbot für Hooligans, nötig wäre eine Erweiterung des Polizeirechts. Alles im Sinne des Fußballs? Und wollen wir nicht vergessen, die Innenminister haben auch die Vereine aufgefordert, mehr Geld in vorbeugende Maßnahmen zu investieren. Wie lauten denn Ihre drei wichtigsten Forderungen oder Ideen? Können Sie das so
Es gibt sicherlich Vorstellungen, aber ich werde jetzt nicht den Fehler machen und hier etwas ausbreiten, was mit den Vereinen noch nicht diskutiert ist. Das ist der falsche Ansatz. Es ist richtig, der Satz, dass es kein Tabu geben darf. Wir haben auch eine klare Position mit Bezug auf die Stehplätze. Wir möchten sie erhalten. Das haben wir den Fans sogar versprochen im Vorfeld der WM 2006. Da ging ja die Angst um, also jetzt kommen die supermodernen Stadien und diese Stehplatzkultur geht verloren. Da haben wir klar gesagt, im Ligabetrieb wollen wir sie halten. Und das können Sie auch jetzt weiterhin versprechen, auch nach den Diskussionen? Ja, wir haben immer gesagt, es kann der Moment eintreten, dass wir von außen, also auch von der Politik, gezwungen werden, wie das in England 96 ja der Fall war. Wir sind noch nicht an dem Punkt. Wir sind möglicherweise nahe dran, weil nun mal ein Fakt ist, dass die Dinge, die unliebsamen Dinge, die in den Stadien passieren, die sind zu 95-98% gehen sie halt von den Stehplätzen aus. Mhm. Und das ist ein Fakt. Und letztlich setzen wir immer noch darauf in unserer Denke, dass die große Masse der friedfertigen Fans einfach, dass da ein Selbstreinigungsprozess auch stattfindet, dass Störenfriede einfach ausgegrenzt werden. Wir haben gerade, wenn es um diese Stehplätze geht, das war ja auch eine Drohung der Innenminister zu sagen, die sollen weg, dann haben wir es einfacher und dann können wir das besser kontrollieren, Sitzplätze vergeben mit Namen und so weiter. Wir haben da ziemlich viel Resonanz bekommen, ja, auch im Netz, über Twitter, da fragten sich viele, können sich da der DFB-Präsident dafür einsetzen, dass die Ticketpreise stabil bleiben und dass die Stehplätze erhalten bleiben, das haben Sie eben schon beantwortet. Dann haben wir eine Umfrage bei Facebook gehabt, keine Stehplätze. Kann das die Lösung für die aktuellen Probleme sein? Das sehen wir jetzt gleich. Also das hier habe ich eben schon erzählt. Felix Hemme hatte eben gefragt, wie das aussieht mit den Ticketpreisen hier. Keine Stehplätze mehr in deutschen Fußballstadien. Wäre das eine Lösung für die aktuellen Probleme? 4% ja, 93% nein. Die Vereine haben sich heute ähnlich geäußert. Also ja. Herr Watzke vom BVB spricht von der gelben Wand auch von einem Kulturgut. Ja, einverstanden. Sinn. Und ja, mich überraschen die 93%. Die werden wir in unsere Beratungen sicherlich auch mitnehmen. Und ich sage ja. Wir sind dafür, deshalb sind unsere Eintrittspreise auch viel günstiger in der Bundesliga als in England, Frankreich, Italien ist übrigens auch Stehplatzverbot, also sind nur noch Sitzplätze zugelassen. Das sind die Bereiche, die größten Vergünstigungen haben, günstigste Preise. Mhm. Und das ist Kultur, aber es ist keine Kultur, Pyrotechnik abzuschießen. Und das haben wir jetzt, ich weiß nicht, 50 Mal, 60 Mal, 100 Mal betont. Und es wird immer wieder gemacht, einfach um die Veranstaltung zu stören. Es gibt da keine Interpretation und da werden wir also auch nicht nachgeben. Wir haben auch Fälle, im letzten Jahr ist in Serbien das Pokalendspiel abgebrochen worden. Da haben wir mit dem Finger auf Serbien gezeigt. Dann gab es in der Türkei solche Zwischenfälle. Jetzt haben sie bei uns und das kann nicht sein. Das haben Sie ja auch im Dialog mit den Fans klar gemacht. Da wurde ja auch der Dialog im Prinzip abgebrochen. Werden Sie denn jetzt, weil Sie sagen, Sie sprechen mit der Politik, Sie sprechen mit der DFL, Sie sprechen mit den Vereinen. Werden Sie da auch auf die Fans nochmal zugehen? Ja, natürlich. Wir werden nicht den Fehler machen, das wäre ein Fehler, die Präventivarbeit, gerade in den Fanprojekten, da machen wir mehr als jedes andere Land in Europa, das abzubrechen. Das werden wir eher verstärken. Mhm. Dies allerdings in dem Wissen, dass es leider eine Gruppe gibt. Es ist eine Minderheit, die keine Ansprache will, die durch keine Ansprache auch zu erreichen ist, durch keinen Appell zur Vernunft und sonst was. Und da helfen nur Sanktionen. Das ist leider so. Die statistischen Zahlen mit Bezug auf die Bundesliga, die sind gar nicht so dramatisch. Aber wir müssen erkennen, dass die Intensität zugenommen hat, gerade in Bezug auf Pyrotechnik. Man spricht von 15.000 gewaltbereiten Menschen. Rechnen Sie es prozentual aus, bei 18 Millionen Zuschauern, also beim Münchner Oktoberfest, passiert rein Statistik, ich will das nicht kleinreden, auch nicht verlagern in andere Bereiche, aber da passiert mehr. Und das ist so sinnlos. Erklären Sie mir, dass bei einem wunderbaren Champions-League-Endspiel in München
wo die ganze Welt zuschaut, nach der Halbzeit Pyrotechnik gezündet wird und dass Hunderte von Menschen sich die Augen reiben müssen, weil die tränen. Das macht keinen Sinn. Das sind einfach Störer, die diese wunderbare Veranstaltung auch, ja, letztlich wollen sie ihr schaden. Und das werden wir nicht mehr hinnehmen. Es wird eine Null-Toleranz-Politik in dieser Richtung geben. Und Herr Niersbach, für die deutsche Nationalmannschaft und auch für Sie ist natürlich was ganz Besonderes, dass die EM in Polen stattfindet. Sie kommen gerade vom ehemaligen Konzentrationslager Auschwitz. Eine DFB-Delegation hat das besucht. Sie waren dabei, ja. Unter anderem mit Lukas Podolski, mit Miroslav Klose, auch Oliver Bierhoff war dabei. Was waren Ihre Eindrücke? Also ich bin persönlich zum zweiten Mal dort gewesen und ja, Eindrücke, das ist einfach nicht zu beschreiben. Das ist unfassbar, wie Menschen in der Lage sind, anderen Menschen so etwas anzutun. Und wir haben dort eine Führung gehabt durch die Stiftung. Also das ganze Gelände wird durch eine Stiftung betreut. Und das ist beklemmend, niederschmetternd. Also es gehen einem die Worte aus. Und das war bei uns allen so. Und auch besonders bei den Spielern. Philipp Lahm, der Kapitän, war auch dabei, den Sie jetzt nicht erwähnt haben. Und wir rechnen es gerade auch unseren Spielern sehr hoch an, dass sie spontan gesagt haben, also da möchten wir dabei sein, wie das damals in Rede stand. Und ob wir das machen, wie wir das einbauen, hat Lukas Podolski wie spontan mir eine SMS geschickt und sagt, also was immer da ist, ich möchte das einfach wissen. Und das finde ich sehr, sehr richtig, dass man nicht die Dinge ausblendet, dass man sagt, also ich bin ja viel später geboren, was geht mich das auf Deutsch gesagt an? Nein, es geht uns alle an. Und ich habe da immer wieder zitiert, auch gestern, da ist bei mir der Satz von Richard von Weizsäcker hängen geblieben: Wer die Vergangenheit ausblendet, wird blind für die Gegenwart. Und das ist einfach Mahnung, das ist auch ein Signal, was gerade von den Nationalspielern, vielleicht weniger von uns Funktionären, aber auch von den Spielern ausgeht, die ja Idole für junge Menschen sind, dass so etwas auch im Ansatz nie mehr wieder passieren darf, wie das in einer unfassbaren Weise halt damals geschehen ist. Und das ist eine historische Schuld, mit der wir Deutschen nun einmal umgehen müssen. Vielen Dank an dieser Stelle Wolfgang Niersbach für den Besuch.